So, und heute ist wieder Dreadnought-Zeit. Ich bin hier direkt im Spiel eingeloggt, eingespielt, wie auch immer man jetzt da sagen will. Oh, das ist alles so cool. Muss nur ein bisschen runter hier. Oh, ich finde das Spiel, das hat absolut was. Sorry, dass es so knapp jetzt mit dem Reinspringen war, aber eigentlich war das gar nicht so geplant, sondern eigentlich wollte ich das euch so zeigen, dass es für euch auch mit mir losgeht, aber mein Programm wollte nicht so, wie ich wollte. Natürlich, es ist nicht da. Oh, gibt's Friendly Fire eigentlich auch? Oh, der war auf einmal hinter mir, der hat sich gut manövriert und plötzlich war er hier mit seinem Bomber hinter mir. Da kommt er natürlich gut ran. 15.000 Damages hat er nicht lange gebraucht mit den Dual Repeaters. Hat man gut gesehen. Aber bisher läuft es ja. Ich muss nur einfach mich ein bisschen hinterhalb halten und dann kann ich da schon den Damage reinbratzen. So, erstmal bleiben wir ein bisschen unten. Und hoffe, da kann ich jetzt gleich so unterstützen, wie ich das will. Ah, das ist natürlich... Ja! Haha, haha, mein Kill! So. Jetzt machen wir uns mal erstmal wieder ein bisschen unsichtbar. Laden natürlich auch mal wieder nach. So, ich hoffe mal, dass hier gleich irgendwo ein Gegner aufploppt, aber ansonsten lass mich mal ein bisschen droppen. Jetzt fliege ich mal Richtung. Aha, weg mit dir! Doch mal so anschleichen tust du dich nicht, mein Freund. Ganz sicher nicht. Muss ich mich ja zurückziehen, du. Und weg ist er. Ah, da hat er mich weggemacht diesmal. Da kam er wieder mit seinem Ding an. Der ist einfach flink, du. Aber den werde ich mir schon nochmal zur Brust führen. Überall explodiert, es ist ja richtig was los. Ja, weg ist er. Launched, Captain.
So. Jetzt will ich hier aber ein bisschen Damage haben. Aber keiner, keinen, wo ich gerade drauf wirken kann. Der haut schon ab. Der boostet sich aus dem Fight. Haha, der hier mit sich anschleicht, jedes Mal das Gleiche. Nix ist da. Kann aber ganz stark nicken, unser Team liegt hier gut in Führung. Vielleicht sollte ich da nicht unbedingt rauslugen, aber das ist jetzt einfach mal egal. Jetzt hier ein bisschen Geschwindigkeit mal. Also, nee, leider in dem Fall wird es nichts. Dann brauchen wir jetzt hier. Ach, ich glaube, das. Ich komme nicht in die Mitte. Naja, egal. Hier steigen. Jo. Den holen wir uns jetzt, würde ich mal sagen. Uiuiuiui. Natürlich assist ich da. Na, leider nicht in dem Augenblick so wie gewollt. Komm schon. Nimmt ihn raus, ja, schön. Komm schon, trefft ihn. Also es läuft sehr gut für unser Team. Runter. Also, je länger man das Spiel spielt, desto besser wird es auch wirklich. Launching Flechette Swarm.
Oh, oh, da wurde ich aber gut getroffen. Und da hat mich der da hinten noch fertig gemacht. Da war ich eigentlich, dachte ich, schon safe. Aber nix war mit einer Nuclear Missile. Ja, das ist natürlich schon ein schönes Ding. Hätte ich auch gern. Bisschen hier schneller wieder Richtung. Alles rauf auf den, alles rauf, alles raus. Final Blow. Und auch der ist weg. Hahaha. Also 95 zu 50, das sollte eine eindeutige Sache werden. Und auch der ist zerstört. Oh, das, je öfter man das Spiel spielt, desto cooler wird es. Ich hoffe, dass die Langzeitmotivation gegeben ist, aber bis dato gefällt es mir wirklich, wirklich gut. Und wir haben hier wirklich einen ordentlichen Sieg nach Hause gefahren. Next Captain Rank dauert nicht mehr lang, bis ich Stufe 3 bin. Und dann kriege ich auch die Nuclear Missile und bin hier mit einem 5 Kills, 3 Deaths, 6, 7 Assists. Da war ich sogar der Beste. Ne, 8, gibt sogar noch einen. Habe ich mich wacker geschlagen. Ja, das war's für Dreadnought heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.